Morgen. Guten Morgen, Timmy. Das ist ja viel heller, gell? Gucci, ja. Gut geregelt heute. Vom Fake-Markt. Ich habe gesagt, wenn man ihn nicht tragen kann, also in Dubai nicht tragen kann, wo denn sonst? Erstmal herzlich willkommen und schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt gestern unser anderes Video schon gesehen oder vorgestern oder auf jeden Fall das Video davor. Wir sind jetzt gerade unterwegs, fresh in Dubai, unser erster Morgen. Bis jetzt haben wir alles nur dunkel gesehen und sind unterwegs zu einem kleinen Boot, auf dem wir uns heute einen grillen lassen. Ich fand das eine coole Idee. Social Distancing praktiziere ich ja schon mein Leben lang. Und wo kann man es besser als alleine auf einem kleinen Boot auf dem Wasser? Und dort lassen wir uns German Potato Salad Kredenzen, haben wir gesehen, Tim. Ja? Und ja. Es gibt ein paar Skewers. Auf jeden Fall machen wir so ein 2-3 Stündchen hier so ein bisschen Tour und fahren so ein bisschen rum. Und ich hoffe, dass es ein paar coole Bilder gibt für euch. Und wir sehen uns dann spätestens gleich wieder, wenn wir auf unser Schiffchen gehen. No swimming. No swimming. Wollen wir direkt hochgehen, oder was? Ah ja. Ayala. Ah ja. Sag mal, gibt es hier keine Insta-Story, oder? Digga, also hier sehe ich uns ja... Immer. Also ich sag dir was, warte. Also ohne Sonnenbrille. Ah. Wie soll das funktionieren? Okay, ich bin hier angekommen. Chef ist da. Okay, als nächstes Boot. Ja, die Größe wird kritisch. Ja, ist ein bisschen klein. Boah, jetzt, aber jetzt habe ich auch einen Durchblick, Timmy. Boah, jetzt mal die Frage, wie sollen hier 20 Leute drauf passen? Passen hier locker rein? Unten, unten oben, stehen. Sind doch alles nur so 20 wie du. Guck mal da unten, Digga. Da sind doch so Liegeplätze. Ja. Da muss ich hin. Ich stell da mal kurz an dir vorbei. Ja. Ja, Leute, hier sind wir. Dubai Marina Walk. Ich habe hier wirklich für einen Schnapp das Schiffchen klar gemacht. Das ist tatsächlich nicht das kleinste im Hof. Also das ist schon... Ja, der Flex ist real. Guckt euch hier einfach um, genießt die Zeit. Was wolltest du noch so sagen? Ob wir die Titanic-Szene nachstellen können. Wir können eventuell fallen lassen einfach. Ja, über Bord. Da gibt es auch einen Film zu, ein Goldfisch über Wasser oder so. Goldfisch unter Wasser, ja, genau. Nee, also Chefin ist voll da, Goldfisch unter Wasser. Da vor, ey, allein guck mal diese Häuser an, Digga. Also das Ding dreht sich, hast du das gesehen? Ja. Aber das Teil sieht doch aus wie der Messeturm. Sag mal bitte, guck mal, das Marriott, sag mir nicht, das sieht nicht aus wie der Messeturm. Okay, die Spitze ist anders, aber. Ja. Okay, ich hab gesehen, Tim. Catering ist auch schon da. German Potato Salad is coming heute. Wenn wir uns gleich sehen, kriegt ihr wahrscheinlich Grillbilder auf die Ohren und bis dahin könnt ihr euch ein bisschen umgucken. Das ist einfach geil. Und von dieser, ich sag mal, vom Wasser aus kannst du das auf jeden Fall nochmal richtig geil angucken. Geil, dass ihr dabei seid. Danke. Ich glaube, es gibt was zu essen. Also
bis hier bin ich ganz glücklich mit dem, was wir erleben, Timmy, oder? Wie sieht's auf aus bei dir? Auf jeden Fall. Also man braucht den Hut aber auch einfach von der Suppe. Da kann man gar nichts anderes machen. Was willst du da sagen? Ich bin sehr, sehr glücklich. Wir fahren gerade hier rund um die Palme und genießen jetzt, ich bin mal gespannt, ein kleines Barbecue mit German Potato Salad. Aber ihr seht gleich, was es zu essen gibt. Und da werden wir auf jeden Fall auch mal sagen, ob es sich lohnt. Was haben wir bezahlt dafür? Ich glaube 150 Euro und Fuffi pro Nase. Ich habe aber vorsichtshalber mal für 4 Personen geordert, weil der Tim ist auf jeden Fall, ihr wisst ja, gestern Abend bzw. im letzten Video noch ein bisschen Schwäche gezeigt. Ne? Das stimmt nicht. Oh, guck mal hier, da geht's da los. Ein paar Fruits, my friend. Thank you. Da habe ich ja schon gesagt, da sehe ich mich in dem Teller. Ah, ja. Und es gibt noch Fresh Juices. Ja? Nicht schlecht. Was haben wir denn da? Drachenfrucht ist das? Ja. Wassermelone. Wassermelone. Trauben. Erdbeeren. Oh. Erdbeeren, das haben wir schon. Und Melone. Geil. Also da werden wir auf jeden Fall. Also hier so ein Gemüsespieß, Tim, da sehe ich dich ja viel eher, gell? Oder ist das ein Potato Salad? From home. Ja, der sieht gut aus, ne? Looks very German. Ah ja, also das sieht auf jeden Fall schon mal. Also guck mal, es ist ja auch egal was du jetzt hier servieren würdest, das wäre alles geil. Ja. Also, ja. Guck mal, die Chefin rutscht schon ran. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ach, die Traube. Ah, oh, some skewers, thank wow, you. Thank you. Also, Wiener Spieß, da sehe ich uns auch. Hut ab, ich bin mal gespannt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, der Grill ist hier auf dem Schiff, habe mich schon die ganze Zeit gewundert, wie das stattfinden soll. Aber wie gesagt, Catering. Ich finde jetzt hier ein Fuffi pro Nase, das ist voll okay. Guck mal, nice. Boah. Ja, da haben wir noch ein paar Rindersteaks mit Pfeffersoße. Die sehen gut aus. Ich werde mal so ein Tomatchen grabben vorab. Also, selbst die Tomate ist schon gut. Ja. Ich brauche jetzt eine Traube. Ja. Naja, dann werden wir essen gleich, oder? Und dann zeigen wir mal, wie es schmeckt auf jeden Fall. Oh, guck mal hier. Ja. Some rolls, nice. Aber hier die Burgerbrötchen, ja, die fühle ich aber auch. Selbst gebacken. Das hätte ich nicht erwartet. Hi Leute. Steak ist da. Ich hoffe, das steht jetzt genau. Und oh, jetzt. Also da sehe ich uns ja noch mehr. Thank you very much. Also mit Fisch, mit allem drum und dran. Ist es eine Chili da drauf? Nee. Das sieht nach Paprika aus. Also Jungs, gell, ich sag's, ey, guck mal, warum lang? Oh, der riecht aber schon. Also der riecht so, als ob er gerade gefangen wurde. Also Garnelenspieß, gell. Ey, bin ich voll da. Ey, top. Also wir gehen essen. Ja, wir essen, ne? Wir haben auf jeden Fall mal den ersten Teller gestartet hier. Also ja. Kannst du um die Ecke sägen mit. Aber Steak Pfeffersoße ist auf der Well Done Seite, aber ist auch üblich hier. Das fühle ich ja. Super geil. Ja. Deutsche Kartoffelsalat. In Würfel geschnitten. Wie bei meiner Oma. Der Tim blendet hier oben mal mein Kartoffelsalat Video ein. Aber diesen Hähnchenspieß, gell, also das ist auch, der sieht auch schon sehr, echt, sehr. Wie ist die Qualität vom Fleisch so? Ja, weich. Super, super weich. So eine kleine Teriyaki-Soße drauf. Das ist immer gut. Passt ja. Oh. Hähnchen-Teriyaki machen wir auch gerade mal hier oben rein. Das wird schwierig. Ja. Ah, doch, bin ich voll da. Jo, Gemüsespieß fürs Gewissen. Fisch. Aber, guck mal, es ist alles super frisch, geile Qualität. Also ich kann es euch nur empfehlen. Wir haben es direkt hier über den Yachtcharter quasi gebucht. Die haben da quasi ihr Restaurant, mit dem die ja, Kooperation machen. Finde ich sehr, sehr geil. Ich hoffe, ihr hört mich mit dem Wind und so. Ne? Ich hoffe auch. Oh, ich denke schon. Guck mal hier, Fisch. Guck mal. Was ist das für einer? Was? Ich habe keine Ahnung. Er hat als Grilled Fish aufgeschrieben. Aber es wird wahrscheinlich irgendwie Tilapia oder sowas sein, nehme ich mal an. Boah. Hm. Und
selten besser als im Flieger. Ja? Falls ihr sehen wollt, was ich im Flieger gegessen habe, hier ist das letzte Video von unserer Ankunft. Ey, nee, ich bin total begeistert. Es läuft. Oh. Ah ja, oh Mann, Tim, ey, du siehst aber auch gut aus vor der Kamera. Du solltest das viel öfter machen, Tim. Auf jeden Fall. Ey, guck mal, so sieht es hier aktuell aus. Ich habe mal die Kamera übernommen. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt, weil ist da so ein Richtmikro. Ich habe das Spieß-Game auf jeden Fall durchgespielt. Es war echt alles gut bis hierhin. Das Einzige, was mich richtig enttäuscht hat, war Fresh Juice. Da gab es halt einen Tetra-Pack. Aber gut, das kann man ja mit dem frischen Obst wieder rausholen. Caroline, wie hat es dir denn geschmeckt, mein Herz? Mir hat es auch gut geschmeckt. Ich fand das Hähnchen sehr gut und diese Teriyaki-Soße. Auf jeden Fall lauter sprechen. Fisch fand ich auch sehr gut. Garnele sehr gut. Also alles sehr gut, sagst du? German-Kartoffelsalat fand ich auch gut. Aber hat ein bisschen Salz gefehlt, ne? Ja, Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer musst du ein bisschen nachlegen, aber ansonsten... Voll gut. Aber gut gefrühstückt. Aber ich sehe so bei dir, das sieht aber nicht so also motiviert aus am Frühmorgen. Natürlich, weil da sind meine Spieße, da sind Spieße. Ich habe das nur verteilt. Das heißt, der Tim ist wieder schwach, oder was? Ja, der Tim ist schwach. Ich habe alles hier leer gegessen. Ich habe ja noch meine Food. Da freue ich mich auch richtig drauf. Fruit, oder was? Fruit. Ja. Aber vor der Kulisse ist es aber auch ganz stark hier, ne? Das Auge ist ja immer mit. Ja, also wie gesagt, Fisch, Steak. Ja, so kaltes Steak mit Pfeffersoße ist halt, ja, mein Gott, das ist schon okay, ne? Ja, aber wir sind jetzt gerade hier auch schön einmal rund um die Palme gefahren. Timmy gönnt sich Appelsaft. Hast du die Toilette gecheckt hier auf dem Boot? Nee. Ja, dann würde ich, das würde ich mir vorher überlegen, mein Freund. Ja. Doch nochmal eine Runde schwimmen gehen. Ja, Leute. Nochmal kurz einen Blick nach hinten. Wollt ihr auch Juice haben? Juice. Willst du Juice, Caroline? Aber ich kann noch gar nicht lesen, was es ist. Was könnte es denn für ein Juice sein? Wenn ihr Arabisch könnt, schreibt mal bitte unten rein, was es sein könnte für ein Juice. Ah, nein! Okay, man hätte es vielleicht auch am Foto sehen können. Sollte eigentlich ein Gag werden, aber ja. Ja, wir schippern ein bisschen weiter. Aber guck mal hier, so ein blau-weißes Häuschen. Könnte mir auch gefallen. Sagst du, wie es ist? Ja, life is better in Dubai. Grüße gehen raus. Markus, du weißt Bescheid. Wahrscheinlich auf die Ecke. Ja, das stimmt. Ah ja, also guck mal hier, ich habe auf jeden Fall fertig gegessen. Jetzt gibt es noch ein bisschen lecker Obst zum Nachtisch. Und es ist ja so, dass im Süden das Zeug oftmals besser schmeckt. Ne? Allein wenn ich schon... Das ist ja auch keine Melone, das ist einfach eine Papaya. Oh Gott. Okay. Krass. Papaya ist krass. Ich habe gedacht, es wäre eine Melone. Da muss ich auch mal probieren. Hier ist krass. Hm. Sehr gut. Ananas hier. Oh, hast du schon mal gegessen? Ja. Aber Melone, das ist immer... Melone ist eine Wundertüte, das kennt ihr doch, oder? Weißt du, du kaufst das Ding manchmal, sieht die wunderschön aus, du beißt rein, Wasser, Alter. Das ist für die Avocado. Hier? Ja, ja. Du kriegst einfach hier aus der Sonne die krassesten Melonen. Ich erinnere mich an eine Melone in Singapur, das war die beste meines Lebens. Oh. Mhm. Erdbeeren können wir in Deutschland ja auch ganz gut. Ne? Sehr sauer, schmeckt wie ein Apfel. Ja. Trauben. Mit Kernen, glaube ich. Oh. Oder? Oh, aber krass. Und was ihr auf jeden Fall getrost aussparen könnt, sind die Dragonfruit. Sieht nur schön aus, kann aber nichts. Daher, ja, das kann gar nichts. Also, ja, die brauchen wir nicht. Aber an sich ist es einfach nice, hier draußen sitzen, ein bisschen Obst essen. Jo, ich hoffe, euch hat es gefallen, dass wir euch hier mal mit rausgenommen haben zum Bootfahren. Dürfen ein paar krasse Impressionen dabei sein. Wir lassen es uns hier ein bisschen gut gehen und heute Mittag drehen wir noch ein krasses Video. Wir müssen schon wieder essen. Und heute Abend drehen wir noch ein krasses Video, Streetfood-Video, da essen wir auch schon wieder. Also ihr seht schon, der Trip hat Methode. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns. Ja, wahrscheinlich übermorgen, ja? Bis gleich. Nice experience.
Nice hospitality. Very good. You guys very friendly. Yeah, they are good. 5-star rating. Thank you. Do you like it?